Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 25.04.2018 und ich weiß, ich habe euch schon ziemlich oft versprochen, dass ich nochmal ein zweites BitMEX Tutorial bringe, gerade zu den Stops, Trading Stop, Stop Limit setzen, Breakouts und so weiter. Das arbeiten wir heute ab. An die Anfänger unter euch, ich habe bereits ein BitMEX Video gemacht. Wenn ihr das Ganze jetzt noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch, dieses Video anzusehen. Ich werde es euch in der Beschreibung verlinken. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier mal direkt los. Im Prinzip ist BitMEX einfach eine Börse, die es uns erlaubt, mit ziemlich hohem Hebel zu traden, Hebel bis zu 100 und auch eben den Bitcoin zu shorten. Wirklich eine sehr gute Börse für mich, auch wenn wir manchmal selten, aber bei Breakouts Skalierungsprobleme haben. Im Prinzip finde ich die Börse mega gut zum Traden, weil das Interface total simpel bedienbar ist. Man hat hier auch verschiedene Paare, die man traden kann, die Kontrakte sind. Und ich bin hier wirklich mega zufrieden und ich möchte auch nicht mehr von einer anderen Börse traden, weil ich einfach den Hebel teilweise sehr gut einsetzen kann. Sind jetzt hier im Testen und ihr seht, wir haben diesen Trade letztes Mal just for fun geöffnet und der Trade ist jetzt mittlerweile 150% im Plus, auch mit geringem Hebel. Der Hebel war damals nur knapp 10 und wir haben trotzdem mit einem kleinen Kontrakt, also 3500 Kontrakte, einen Profit rausgeholt von 150%, 0,0674 BTC, ist schon ziemlich gut. Was wir jetzt machen ist, wir schauen uns mal die Stop-Arten an. Ich habe jetzt gerade mitbekommen, wo ich das Video gestartet habe, dass am Testnet das Ganze bei Stop-Market minimal anders aussieht als beim realen Net, aber das macht auch wirklich gar keinen Unterschied, weil wir haben beim Testnet eigentlich genau das Gleiche. Man kann einen Stop-Order setzen, das heißt, der Order wird erst getriggert, wenn dieser Punkt oder dieser Bereich eben erreicht wird. Was bringt uns das? Es ist einfach eine Risikominimierung. Ihr seht das hier bei Breakouts, kann man dann einfach annehmen, okay, wenn der Bitcoin jetzt auf 9.010, 9.020 hochgeht, wo vorher die Resistance war, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir eine große Kerze sehen werden und der minimiert so euer Risiko, den Trade nicht mitzunehmen. Hier muss man auch sagen, es kann passieren, unter Umständen ist es mir auch schon passiert, dass die Order natürlich nicht immer getriggert werden, gerade wenn eine 200-Dollar-Kerze hochgeht, da gehen da Order ohne Ende rein und da werden, ja, wenn ihr euch das Orderbook auf BitMEX anschaut, da werden teilweise 4000 Bitcoin verarbeitet in der Sekunde und es kann dann auch passieren, dass das nicht mitgenommen wird, auf alle Fälle minimiert es euer Risiko, auf alle hundertprozentig, denn ich würde sagen, bei mir, bei 10 Trades, bei 7 oder 8 Trades habe ich keine Probleme damit, dass das durchgeht, außer wenn es wirklich ein komplett crazy Meltdown ist, wo wirklich eine Kerze fast 500 Dollar hochpusht oder so. Also das war jetzt das erste, Risikominimierung. Wie macht ihr das? Wir haben am Mainnet zwei verschiedene Arten, da steht Stop Price und Limit Price. Was ich euch empfehlen würde, ich habe oft ausprobiert, den Preis, beide Preise gleichzusetzen und die wurden ganz normal getriggert. Also ich hatte damit nie Probleme, wenn ich bei Limit Price und bei Stop Price das Ganze auf den gleichen Wert reinsetze. Andere sagen, man soll ungefähr 10 Dollar dazwischen lassen, sprich Stop Price 10 Dollar höher. Das heißt einfach, beim Limit Price wird der Order ins Orderbook aufgenommen und 10 Dollar später wird der erst das Active Order getriggert. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich verstehe. Wenn ihr da eingebt 9.100 und bei Stop 9.120, dann seht ihr bei 9.100 erstmal den Order hier unten unter Active und dann, wenn 9.120 erreicht werden, switcht er hier rüber zu Positions und ist dann wirklich aktiv. Also auch wichtig zu verstehen. Die Order, die man vorher einmal Stop setzt, die sieht man dann hier drinnen unter Stops. Seht ihr das? Ich habe hier einen Sell Stop, das heißt, wenn wir 7300 erreichen, dann werden 3500 Kontrakte verkauft, sprich in dem Fall gehe ich bei 7300 Short. Und das Ganze können wir hier auch ändern und ihr seht, das geht ganz easy. Man kann einfach hier die ganze Zeit nochmal das Ganze nachbessern, man braucht keine neuen Order aufgeben. Es ist auch ziemlich simpel, wenn man hier einen Stop aufgibt, zum Beispiel hier einen Set Buy Stop. Das heißt dann, buy 3500 contracts of XBT USD at market, trigger last price at 1980 107.50 and above. Jetzt habe ich mich fast geredet. Das heißt dann, einfach auf Deutsch gesagt, das steht genau da, was ihr macht. Beim Preis von 9187,5 oder darüber kauft BitMEX für euch 3500 Kontrakte ein. Hier seht ihr nochmal den Order Value, hier seht ihr die Kosten, die ihr habt. Ihr habt nur Kosten von 0,0388, weil ihr mit 10er Hebel tradet, sprich den Rest leiht euch die Börse aus. Hier steht die Balance, die ihr auf eurem Konto habt, also eure Accountgröße. Hier steht die Positionsgröße
nach der Durchführung, in dem Fall steht hier 7000, weil wir schon 3500 Kontakte aktiv haben. Und hier steht dann eben dieser Mark-Price, das ist der Preis, der kalkuliert wird von BitMEX, wo diese Shorts oder Long-Positionen drüber laufen, ändert sich auch laufend. Und hier steht der Liquidation-Preis, ganz nochmal wichtig hier der Hinweis auf den Liquidation-Preis, für alle, die jetzt das Video trotzdem sehen, ohne sich das erste Video anzusehen. Liquidation-Preis ist der Preis, wohin der Kurs maximal gehen darf, bevor ihr liquidiert werdet. Liquidiert heißt, die Position wird geschlossen und das ganze Geld, das ihr in die Position geschlossen gesetzt habt, ist weg. Das heißt nicht, dass ihr irgendwie Geld nachzahlen müsst oder so, auf keinen Fall. Ihr könnt immer nur das verlieren, was hier steht bei Cost at 10. Das wären jetzt mal diese Arten. Es gibt auch einen Trading Stop. Und was ich hier noch erwähnen will, falls bei euch das Close on Trigger an ist, das habe ich jetzt ganz vergessen, müsst ihr bitte den Haken rausnehmen. Close on Trigger sollte der Haken immer raus sein. Ich habe eben Erfahrung gemacht, wenn der Haken drin ist, dass die Order nicht durchgehen. Also ganz wichtig, Close on Trigger, Haken raus bei Sell oder bei Stops. Was ich vorher noch machen will, bevor ich Trailing Stop reinbringe, sorry, ich habe das Ganze jetzt ein wenig durchgemixt, aber bevor ich einen Trailing Stop reinbringe, wenn ihr unter dem Marktpreis kaufen wollt, dann könnt ihr einen ganz normalen Limit Order machen. Das habe ich heute gemacht, sprich, ihr könnt da reinhauen, bei Long, ich hoffe, das geht im Test jetzt auch, bei Limit at 8900 und der geht dann hier rein unter Active Orders, seht ihr das, der wird nicht direkt ausgeführt, sondern der geht unter Active Orders und der wird erst ausgeführt, wenn wir 8900 erreichen bei Limit Order. Ganz wichtig, halt nur den Preis darunter eingeben. Trailing Stop. Trailing Stop ist ein Stop, der ist nicht direkt ein Stop-Loss, wie andere Stop-Losses. Ein Trailing Stop ist einfach ein Loss, ein Stop-Loss sozusagen, der mit dem Preis mitgeht. Das heißt, ihr stellt eine gewisse Dollargröße oder Kontraktgröße als Abstand ein zu eurem Preis und zum Beispiel, wenn ihr dann sagt, okay, wenn der Preis 20 Dollar runtergeht von dem Preis, den wir hatten, dann wird mein Vertrag oder halt in dem Fall mein Bitcoin verkauft. Das heißt, der zieht immer mit und wenn ihr zum Beispiel jetzt eben irgendwas, ich habe keine Ahnung, wir reden jetzt über Aktien, wenn ihr eine Aktie kauft um 50 Euro und ihr habt da diesen 2 Euro Unterschied, das heißt bei 48 würdet ihr verkaufen, wenn der Preis dann hochgeht, dann zieht dieser Preis mit nach, das heißt der Stop-Loss bleibt nicht bei 48, sondern wenn ihr dann bei 60 seid, ist das immer noch bei 58, wenn ihr dann von 60 runtergeht, sprich von 60 auf 59, ist immer noch 58 drin und geht logischerweise nicht nochmal 2 Euro mit runter, weil sonst würde der nie getriggert werden, sprich das ist einfach ein Stop-Loss, der immer mitzieht. Also ganz wirklich gutes Tool und wirklich ja, sehr gut zu verwenden, auch wenn ich ihn jetzt oft nicht verwendet habe, einfach aus dem Grund, weil ich es meistens sehr aktiv trade und einfach immer manuell meine Stop-Losses nochmal neu ansetze. Aber es ist auf alle Fälle ein mega gutes Tool, wenn ihr zum Beispiel schlafen gehen wollt oder irgendwie weg müsst und eure Position nicht schließen wollt, dann könnt ihr einen Trailing-Stop reinmachen und da könnt ihr euch sicher sein, dass euer Stop-Loss nicht unnötig getriggert wird oder dass ihr eben zu viel verliert. Wenn ihr zum Beispiel einen Stop-Loss, wenn ihr zum Beispiel einen Stop-Loss jetzt unter dem Preis setzt, der 200 Dollar drunter ist und der Kurs geht dann eben einmal da kurz runter und triggert den, dann wird der mit einem Trading-Stop oft viel besser aufgehoben. Und ich denke, das wäre jetzt mal von den Stop-Arten das erste Mal so ganz gut erklärt. Wenn ihr jetzt noch mehr Fragen habt dazu, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir können auch gerne nochmal ein drittes BitMEX-Video machen, ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, kann ich euch die gerne alle beantworten. BitMEX ist wirklich nicht schwierig, ich bekomme auch oft die Frage wegen dem Chart. Wenn ihr den BitMEX-Chart auf TradingView öffnen wollt, müsst ihr hier einfach XBT USD eingeben. XBT ist genau das gleiche wie Bitcoin, also ihr könnt da Bitcoin auf die Wallet hinschicken, vielleicht noch zu erwähnen. Ihr könnt auf BitMEX nicht den Fiat einkaufen oder so, ihr müsst da einfach Bitcoin hinschicken von einer anderen Wallet oder von einer anderen Börse und könnt dann sofort loslegen. Die Registrierung dauert keine 2 Minuten, das ist auch ein Riesenvorteil von BitMEX. Ihr müsst euch nicht verifizieren. Es ist eine ziemliche Wahlbörse, das heißt, wir haben ein riesen Aufkommen auf BitMEX, das größte Aufkommen, wenn man eben auch die Hebel einberechnet und da sind auch ziemlich viele Wahl aktiv. Dementsprechend glaube ich einfach, dass es daran liegt, dass man sich nicht wirklich verifizieren muss, denn Leute mit viel Geld und wirklich mit Millionen Trades und die sehen wir auf BitMEX, die wollen sich einfach nicht so gern mit Namen verifizieren, auf einfach aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch steuerrechtlich. Und hier müsst ihr einfach XBT USD eingeben, dann seht ihr hier die Börsen und hier müsst ihr halt genau lesen, Bitcoin US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract, das ist dann der Chart, den ihr euch ansehen müsst. Es gibt auch noch einen XBT USD Chart von Kraken, der wäre dann falsch. Also immer dann wichtig hier reingehen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat das Video was gebracht. Würde mich mega freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Video haltet, ob ihr schon auf Bitmax aktiv seid, wie ihr Bitmax findet und ob ihr vielleicht nochmal ein, zwei Videos sehen wollt bei Bitmax, auch mit Live-Trades, beziehungsweise unter Anführungszeichen Live-Trades, Trades, die ich halt aufnehme und dann eben hochstelle oder so in die Richtung, weil Live-Trade ist immer eher schwierig, weil das Ganze live zu zeigen ist halt doch nochmal ein anderes Niveau und ich bin ja auch kein Daytrader oder so, der irgendwie den ganzen Tag tradet. Ich gehe manchmal einfach nur in einen Trade und da jedes Mal irgendwie schnell das aufzunehmen, ist auch teilweise logistisch gar nicht möglich. So, und damit bedanke ich mich jetzt hier für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, zeigt mir oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr von BitMEX haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu einem neuen Daily Update heute noch. Euer Technical Crypto.